Sehr gut, denn das ist mein Motto. Hallo und herzlich willkommen zu Hamburger Sportverein SV gegen Borussia Mönchengladbach MG. Ich soll jedes Mal falsch aussprechen und das lieber in die Kommentare schreiben. Borussia MG wäre gänzlich nicht die spannendste. Also man muss ja auch sagen, wenn ich Bundesliga gucke und Mannschaft angucke, sag mal, denkst du dir, Borussia MG, das sind keine Mannschaft? Genau. Ich meine, die hat der Konami von sich eingefügt, muss man sagen. da hat sich auf jeden Fall jemand Mühe gegeben. Er hat sich, hey, Borussia MG, das ist eine geile Mannschaft, die nehmen wir heute mit rein. Hallo. So. Hamburg will sein gestriges Spiel wieder gut machen. Nee, will ich nicht. Doch. Wer sagt denn sowas? Ja, du musst mal ein bisschen Ehrgeiz zeigen, sonst ist es langweilig zu spielen. Das Spiel ist langweilig zu spielen. Stimmt nicht. Nee, stimmt nicht. Eigentlich ist es ganz schön scheiße. Hab ich es schon mal erzählt? Nee, war. Ey, Leute, ich sag's euch. Wenn ihr euch überlegt, mal ein gutes Fußballspiel zu kaufen, dann kauft euch einfach PS6. Nee, PS16 ist wirklich ein geiles Spiel. Das ist der lächerlichste Scheiß, den es auf der ganzen Welt gibt. Das ist genauso lächerlich, wie Sukram seine Trop-Rate in CSGO. Außerdem weißt du auch, dass PS16 geil ist. Hast du schon 3 Millionen Mal ausgesagt. Gesagt. Ja, hab ich. Ja, hab ich aber noch nicht gespielt. Nee, eigentlich ist es gar nicht so schlecht. Wenn das Spiel nicht so unfassbar lächerlich wäre. Wieso? Das war einfach ein gutes Tor. Ja, das ist gerade seine Drops sind auch gut. Nee, trotzdem, die sind nicht lächerlich. Die sind nicht gut. Das ist echt. Irgendwo muss man ja Glück haben, wenn ich schon in CSGO und Co. Jetzt schieß doch mal. Oh, stark gehalten. Bei mir wäre der drin, was ich schon mal kurz gesagt haben. Stimmt doch gar nicht. Scheiße, ja, kotzt mich an. Wenn ihr euch fragt, was ist eigentlich Zukram seiner Tropfrate, erzählen wir eine Geschichte. Zukram hat sich irgendwann mal gedacht. Haben die schon mal erzählt? Die mit Buttermesser und Deathback, die haben wir schon mal erzählt. Ja, das ist ja eine Neverending Story. Geht ja noch weiter. Falls ihr die Geschichte nochmal wissen wollt, irgendwo ein Video. Deswegen erzähle ich es nochmal, weil wir selber nicht wissen, welches Video. Es gibt jemanden, der ist S.Ukram. Der hat sich mal gedacht, oh ey. Oder M.Herkules. Herkules, genau. Oh, stark. Der hat sich mal gedacht, oh Gott, ich gucke mir mal eine Kiste, weil ich habe irgendwie Bock auf Butterfly-Messer. Also das ist guter. So. Stimmt, das Messer wollte immer haben. Butterfly. Dann macht er auf einmal eine Kiste auf. Während wir im TS sitzen. Während wir im TS sitzen und sagt, oh, hab mir ein Butterfly-Messer gezogen. Nach der zweiten oder dritten Kiste. Dann gab es mal einen Tag, da hat er sich gedacht, oh ey, eigentlich habe ich keinen Bock mehr auf das Butterfly-Messer. Ich verkauf's mal und kaufe mir davon Kisten und Schlüssel. Kisten, die 6 Euro kosten. Ja, weil ich hätte nämlich gerne meine Death by Kitty. Instead-Track. So, Zugrab öffnet eine Kiste. Ho, ne Death by Kitty, Instead-Track. Geil. Dann war Sukram da und hat sich gedacht, oh, eigentlich hätte ich gerne Dosenöffnermesser in Rastcode. Also wie heißt es denn echt? Gutknife, ich weiß es nicht. Dosenöffner halt. Ja, so, das ist ja schon mal lächerlich, genau wie dieses Tor. Dann hat er irgendwie ein Kiss aufgemacht und hat dann auf einmal Dosenöffner in Rastcode drin. Wie kann das denn passieren? Man weiß es nicht. Das ist wirklich. So, dann am heutigen Tag der Aufnahme, seit wir Such haben, ich habe eine Waffe getroppt bekommen. Da habe ich gefragt, was für eine. Und da hat er die AUG Karabidiala, die chinesische AUG, die man als Free-Drop getroppt kriegen kann, hat er einfach so getroppt gekriegt. Die 115 Euro kostet. Ja, einfach so. Die Geschichte werden wir sicherlich im nächsten Videos weiter erzählen. Ich weiß nicht, ob das neue drauf dazu kommt. Das ist einfach lächerlich. Also, das finde ich nicht mal lustig mittlerweile. Nee, eigentlich ist es schon lustig. Eigentlich ist es nee, lustig. Ist nicht lustig. Was ist daran lustig? Das ist einfach beschiss.
Weißt du, der kann mir so fucking Hyperbeast, kann da nicht mal das kauft er mir. Der kriegt Millionen Euro getroppt und kann nicht mal irgendein Geschenk machen. Lächerlich ist das. Nein, endlich, ey, es wird mal Zeit. Andere Leute hätten sich gedacht, nach dem ersten Messer. Nee, sie werden nie wieder Messer ziehen. Ich ziehe gar keine Waffen mehr. Ist denn los? Da kommt einfach der Zucker denke ich mir, ein anderes Messer finde ich irgendwie cooler. Ich schieße das jetzt einfach mal so. Zucker hat ist wahrscheinlich heimlich Game. Ist auch so. Nee, ey, das ist der lächerlichste Ding I ever seen. Das ist so traurig, ey, mal ganz ehrlich. Das sind, wenn man einen Free Drop kriegt, gell, der 113,15 Euro wert ist. Einfach mal so. Ich hab gestern für 90 Cent Spray gekriegt. Fast deutscher Wert. Ja. Ich hab letztens das AWP Safari nicht drauf gekriegt. Das sind ganze 13 Cent, ey. Guck mal. Ich hab mir in den Kopf für 70 Cent. Für 70? Aber Dennis sieht doch hässlich aus. Ja, stimmt. Ja, ja. Gabenskert kostet halt 70 Cent. Ja. Gabenskert Waffen sind eigentlich schon die gut, muss man mal sagen. Also wenn der Skin ganz schön mein gut P90 aussieht. Cent Spray ist auch Gabenskert. Mein Ohr hast ja bei der P90 gesehen, ja. Ist ein Flecken der Farbe drauf. Oder zwei. So solche Waffen brauchen wir mal. Man kann sich ja denken, geil. Best Weapon ever. So kann denken sich, oh egal, ich tue jetzt einfach noch mein Messer. Da kommt's dann. Oh, ey. Nee. Man kann mal, wir werden sogar den Inventar hier nicht verlinken. Doch. Bitte hack den Akku. Aber falls ihr mal irgendwie durch Zufall mal auf Zukans Account kommt, alles was ihr dort getan hat, alles was ihr dort im Inventar habt. Das ist lächerlich. Das ist wirklich lächerlich. Der spielt nur Stagebreak Waffen immer und der hat die alle gezogen. Also alle die er will. Der spielt ja nicht mit, oh jetzt habe ich aber eine scheiß Stagebreak Waffe gezogen, die wollte ich gar nicht haben mit den Skin. Nee, der zieht immer das was er will. Ja, das ist echt so. Aber halt aus Date, aber den gibt's keinen. Der hat wahrscheinlich nie eine Waffe ohne Cedric gezogen, glaube ich. Das glaube ich auch. Ich habe ja, muss ich sagen, schon, ja gut, gar nicht so viel. Ich glaube 25 Euro in Kisten gesteckt. Und ich habe bisher noch nie eine Cedric-Waffe gezogen. Ich habe 85 Euro in Kisten gesteckt. Mein Torste Waffe war 1 Euro, die ich rausgekriegt habe. Nee, mittlerweile 85 Euro oder so. Wie 85 Euro? Dann habe ich in Kisten investiert, also in Schlüssel. Ich dachte, deine teuerste Waffe war 85 Euro. Dann hätte ich mich jetzt auch gefragt, was ist da? Nein, meine teuerste Waffe war 1 Euro. Und habe 85 Euro aber reingebuttert. Ich bin insgesamt über 90. Das ganze Geld, was du da reinklatschst, das und davon nicht kriegst, das wird instant aufs Programm übertragen. Ja, das ist ein Gutschreibekonto. Das ist lächerlich, Ding, echt. Das ist, mehr, das ist genau wie Danny, der hat auch Schwein ohne Ende, wenn es um Sachen ziehen geht. Der Zuras hat mal eine Aquamarine gezogen. Guck mal, was die ziehen. Das würde ich die in mein Leben kriegen. Zuras hat aber auch schon 500 Euro und das war sein zweiteuerster Skin, den er jemals gezogen hat, nach 500 Euro. 500 Euro? Oder 100, ich 200, denke, 300, 100. Ja, ich spiele ja auch schon 5 Jahre. Er läppert sich mal ein bisschen was zusammen. Das und der Zuras, weil der Zuras zieht die Waffe und rastet übelst aus. Geil, endlich mal lila noch Skin. Sehr lila oder ist ja rot? Ich weiß es gar nicht. Sicherlich fett. Also ich sag, endlich mal der beste Skin, den es auf der ganzen Welt, richtig geiler Skin. Der hat ja vorher noch nie was großartig gezogen, außer sein eines Messer, was wirklich teuer war. Siehste? Und Danny macht die Kiste auf so nebenbei, oh, dann guck, ich auch mal, oh, ich hab hier auch die Ende gezogen. Das ist so lächerlich, ey. Der Danny hat, ja, oh, es gibt ja immer diese CSGO-Events, diese Majors, wo man solche Kisten free getroppt ist, wenn man zuguckt. Ich hab zwei Majors zugeguckt, beim ersten habe ich gar nichts getroppt gekriegt und beim zweiten eine Kabel, eine Mirage-Kiste und eine Das-2-Kiste, also waren alle 2 Euro wert, aber ne, Danny sagt sich so, bevor er früh auf Arbeit geht, ach komm, mach mal ein Stream an, wenn die dann spielen, vielleicht krieg ich ja was, kommt da raus, der hat eine Kabel drin, Kiste im Inventar. Das ist so lächerlich, es ist einfach... Lol. Nice!
Das ist übrigens auch lächerlich. Du hast 2-2 gewesen. Ja, weiß ich. Es gibt ja Leute, die haben ganz schön viel Glück im Team. Man sagt ja immer Silberglück, dummerweise sogar mittlerweile AK Kranz. Aber Dani nicht, Dani ist Gold nochmal zeigen. Wir müssen gestern Couple Storm gewonnen. Wisst ihr was, ist lächerlich. Na endlich. Ja, wir haben Couple Storm gewonnen, ich war zweitbester. Wer war besser, super. Nee. Wer war besser? Stimmt, Fabi. Nee. Was nicht? Fabi war vorletzter oder so. Und da bin ich Torben. Stimmt, Torben war besser, ja, aber mit über 10 Kills vor mir noch. Ich hätte glaube ich Pound 21 oder so und Torben hatte wieder 32 oder so. Kennt ihr diese Counter-Strike-Spieler, die einfach mal Low Brains hoch 10 sind? Wenn man sagt B, ist die Bombe geklickt und der Spieler nochmal auf A geht, um festzustellen, Moment mal, das ist ja gar nicht die Bombe. Oder... Ja, Torben hat wieder lang gemacht. Wieder Type Brain AFK, immer wenn die lang durchkam, war er tot. Aber die kann halt, wissen, wenn die jede Runde A lang kommt und er immer von den 5 2 wegholt, das läppert sich halt. Das in so stimmt. 15 Runden. Komischerweise macht der halt. Der macht. Torben ist auch so inner. Darf man eigentlich Namen nennen? Das ist gar nicht irgendwo egal. Wie piepst das dann aus? Natürlich machen wir das. Wie immer. Wie wir alles auspiepsen. Digital rausschneiden. Wenn einer von uns 10 um die Ecke kommt, weil unsere Gegner eigentlich nicht schlecht im Aim sind, kommt halt instant der Headshot. Torben, total gut, ja. Der aimt mit seiner scheiß SG auf die Gegner und zählt also zwischen die Beine, warum auch immer, oder auf den Körper und macht halt 5-mal so Dreier-Salven, also schießt 50 Schuss oder so. Denkt ihr, die Gegner treffen den? Nee. Nee. Da wird einfach, da passiert einfach nichts. Es ist einfach nur, das ist, ey, das ist auch immer so eine Sache, die verstehe ich nicht. Die verstehe ich aber auch nie. Weißt du, das ist so, ich meine, ich habe ja eh immer extrem viel Glück, am geilsten fand ich, als nee, wir, ich hab noch weniger Glück. Das bin doch gar nicht. Am geilsten fand ich, da haben wir mal das Zeug gespielt und sind allein raus, bin als letzter raus, habe als einziger einen Headshot bekommen. Das ist so lächerlich. Das ist, ja! Es ist, also, ja. Also ich habe das Gefühl, in Spielen habe ich eh nicht Glück. Führung, Führung. Für den Hamburger SV Sportverein. Oh, nee. Ah, nee. So. Sehr spannend. Ja, das stimmt allerdings. Es ist wirklich, nee. Fabi war wieder schlecht gelaunt und die Gegner gingen mir so auf den Sack, jede Runde Dropper gestorben, ich musste halt immer, wir hatten halt wie gesagt Shifty und irgendwie und so Vita haben dann nicht mein Bild gehabt, gell, die Shifty hat mir seine Lebensgeschichte erzählt, Fabi hat einen Gemüte-Torb und ich musste die ganze Zeit lachen, weil Shifty hat wirklich seine Lebensgeschichte wie immer erzählt. Ja, das war auch so lustig, wie ich in der AWP schon gespielt, das war lächerlich, wie die zwei gespielt haben, gell, das war so lächerlich, weil das war wirklich... Ich droppe ein AWP und die haben sich gestritten. Wie so ein altes Ehepaar. Die mochten sich auch irgendwie von Anfang an, gell? Die haben sich nur geflamed, auch mochten sich. Wer? Ja. Vitam und Shifty. Achso. Die haben sich nur geflamed, auch mochten sich. Und ich droppe die AWP und Shifty und wie sie geht hier. Oh, it's my Orb, it's my Orb, it's my Orb. Jawohl. Das ist so lächerlich. Und dann immer, no, it's my. Und dann haben sie sich gegenseitig immer geflamed, so ein bisschen so. Oh, okay. Deal, let's make a deal. You give me the orb and I make the first pick. And then we switch our weapons. Shifty, ich hätte die Waffe jede Runde, Mitte, wumms, oben, Shifty, kill. Hier, switch please. Und das war jedes Mal so. Das war so ein Torb, ich war nur am Feiern, weil das war immer so. Immer wenn wir es getraut, die haben sie immer gestritten wie so ein Ehepaar. Und dann haben die immer die Waffen getauscht. Und immer hat einer einen Kill gemacht, muss er die Waffe tauschen. Und die haben immer einen Kill geholt. Ja, so muss das sein. Jetzt schießt doch. Oh. Ja, Shifty ist übrigens unser, falls ihr, falls unser neuer slowakischer Freund. Ja. Ja. Der war wirklich, das war. Der ist zwar, wie gesagt, der kann nur AWP spielen. Aber der war richtig, also die Gegner waren wirklich richtig stark. Wisst ihr? Na, no, wie ist ich? Deswegen haben wir haben trotzdem nicht gewonnen, wir haben trotzdem gewonnen. Also wir waren richtig stark, aber
Shifty war halt, hat immer Mitte gespielt, auch als T, immer mit der AWP gewascht, hat die Leute immer weggeholt. Dem wäre das immer lustig, wie viel der erzählt. Die ganzen, wirklich. Deswegen hat Fabian den gleich gefühlt, weil er hat wirklich durchgängig geredet. Gar keine Sekunde, weil er nicht geredet hat. Da fragt man sich auch, gell? Wir haben hier mal gemütlich Counter-Strike Runde gespielt und haben mit jemanden aus Slowakia. Aus der Slowakei gespielt. Wir haben ihn so gut verstanden. Wir haben immer noch mal mit ihm gespielt. Ja, ich habe direkt als Freund geredet. Ein harter Deck geschrieben, nachdem er jetzt Thanks for Match Pro. Really nice. Also was, ey, die haben nur Scheiße, Torben und ich, wie gesagt, die haben nur gelacht. Der hat doch alles angesagt, das ist lächerlich, gell? Wenn wir auf B gegangen, B ist der linke große Spot, gell? No. Und der, wir alle, all dropper, please. Und der halt so, nein, ich versuch lang, einen mit der AWP wegzuholen. Er geht einfach vor und holt direkt zwei. Und der hat immer so, yeah, that's my position. Really nice, I love this map. Das ist ziemlich gesagt, wir waren nur am Feiern. Ah, nee, Shifty. Das ist ja, Shifty hat neue Freunde aus, sogar aus Deutschland. Ey, man klopft sich. Deutsche und Slowaken, die sich Counter-Strike verstehen, ist eigentlich Ding der Unmöglichkeit. Ja, auf jeden Fall, deswegen Shifty ist war wieder richtig los, war auch gut. Torben, mit der Community war natürlich besser. Und die waren alle gut, außer Fabi, wie Fabi so oft. Gut, wir danken euch fürs Zuschauen, sehen uns nächste Woche wieder. So, Champions League. Erstmal Europa League dann. Champions League. Keine Ahnung. Bis dann, tschüss.